Bis dann. Ach, das ist gar nicht Plätze. Huch. Ich möchte nur auf Plätze. Ja, das ist in Ordnung, oder? Besorge dir einen Pass, der die Überquerung... Ich kann nicht hier mit denen reden. Sie hat unsere Hauptstadt satt gefressen. Oh ja, sie haben genug. Eindringlinge. Ja, wo kriege ich das jetzt her? Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Langsam. Okay, das darf ich hier wahrscheinlich nicht alles plündern. Dann sind die bestimmt ein wenig aufgebracht. Ich suche ja nur nach irgendwelchen Hinweisen. Dass sie irgendwelche Passierscheine vielleicht haben. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Ach, was willst du denn? So, wo sind wir jetzt hier? Komm jetzt. Siedlung der Steinschneider. Dann gucken wir uns jetzt erstmal hier um. Was rastet der denn jetzt so aus? Mensch. Oh. Oh, was? Na, super. Level 20 Soldat. Jetzt habe ich es aber wieder gehörig verkackt. Ich dachte, wenn ich hier die Wasserflasche nehme, macht das keinem was. Okay, komm. Plötze! Ich renn mal lieber, weil, keine Ahnung, das klappt, glaube ich, nicht so gut. Och, Mann. So, wo sind wir jetzt hier? Was ist das denn? Ach, du Kacke. Da unten ist eine Quest. Juhu. Wir werden erstmal meditieren. So. Ich habe gelernt, man muss von Plätze runter, um zu meditieren. Hallo. Einen Schritt weiter. Sonst gibt es noch eine Leiche. Hör mal, ich hinter dir. Wenn du glaubst, dass ich darauf... Oh, du Wichser. Waffen! Zu den Waffen! Monster kommen! Dein Arsch gehört mir. Ach, das will ich doch gar nicht. Macht ihr da unten auch was? Hoffentlich. Okay. Dein Arsch gehört mir. Okay, das schaffen wir. Boom, boom. Du, hässliches Ding. Oh, Stufe 8. Nice. Überall ist Loot, überall ist Loot. Ups, das wollte ich gar nicht. Erstmal den ganzen Kram aufsammeln. Oh, die sind auch dabei gestorben. Cool. Hm, die haben auch wieder Waffen gedroppt. Das
finde ich auch super. Ja, das tut mir leid, dass ich euch hier, ne? Also. So. Nochmal plus ein Damage. Was ist das hier? Ein kleiner Knüppel. Ja, kleiner Knüppel. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Oh, was eine hübsche Hose. Mhm. 50% auf die Haltbarkeit. Können wir jetzt gerade nicht gebrauchen, weil so viel fehlt hier ja gar nicht. 15%. Oh, guck mal, in die Hose können wir auch wieder was reintun. So, wieder so ein Glyphendingsbums. Nice. Das ist doch supi. War das hier schon die Quest? Dann können wir uns ja erstmal hier ein bisschen umgucken, ob wir noch was finden können. Oh, guck mal, hier liegt noch... Hier liegt noch leere Flaschen. Leere Flaschen sind, glaube ich, ganz gut. Wenn wir irgendwas alchemisch herstellen wollen, kann ich hier... Zimmer. Geralt. Okay, da komme ich nicht rein. Hier ist dann noch eine Hütte. Ups. Das ist aber auch immer verpeile. Okay, hier kommen wir nicht rein. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Das sind ja auch voll die Minitüren. Für was ist das denn gebaut worden? Und auf der anderen Seite auch eine? Nee. Okay. Aber wir kommen in die Höhle. Die oh, da oben hängt wer. Hahaha. Huch. Was? Was war das? Ach. Und eine Truhe. Haarschleierlinge. Interessant. Verbesserte Katzenhandschuhe. Aha, okay. Das ist bestimmt was für den... Huch. Schmied. Nehme ich mal an. Wenn wir einen Schmied finden. So, erstmal wieder zu Plötze. Zack. Ja, wo kriegen wir jetzt diesen Pass her? Da bin ich ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich mache ich erstmal dann eine andere Quest, weil... Das nützt ja nichts. Ach, hier Wegmarke bekommen. Sehr gut. Dann können wir wenigstens hier in die Nähe wieder hinreisen. Das ist doch schön. Hier ist wieder ein Monsternest. Okay, hier kommen wir nicht lang. Okay. Plötze, renn. Dann reiten wir mal in die andere Richtung. Gehen wir mal hier lang. Wir erkunden jetzt einfach mal ein bisschen die Gegend. Hier waren wir doch schon. Aha. Oder? Waren wir hier nicht schon? Huch, auf einmal können wir hier rüber reiten. Interessant. Ja, jetzt sind wir im Kreis geritten. Ach, guck mal, hier ist schon wieder der Typ. Geht erneut den Hügel hoch. Ich möchte aber auch gar nicht in eure doofe Stadt hier reiten. Die ist nämlich echt doof. Oh. Aber wir können hier wirklich jedes Gelände mit Plötze passieren. Das ist toll. Ach, guck mal, hier waren wir ja auch schon. Sind die jetzt wieder friedlich? Oder reagieren die jetzt? Nee. Nee, sie sind friedlich. Super. Ah, hier haben wir jetzt auch eine Wegmarke bekommen. Können wir vielleicht mit irgendwem reden, der uns so einen Passierschein geben kann? Ich weiß ja nicht, ob das möglich ist. Hallo. Ich lasse es mal lieber. Nicht, dass wieder hier irgendwer dann meint, verwiesenes Fleisch, das brauchen wir sowieso nicht. Ich gucke nur, ob irgendwas Nützliches drin ist. Wofür es sich lohnen würde. Puppe. Nein. Die Puppe möchte ich hier keinem klauen. Das ist ja gemein. Sieht aus, als wäre hier irgendwie ein Tornado entlang gefegt oder so. Voll alles voll zerstört. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Okay, die Tür hätte man wahrscheinlich auch so aufmachen können. Hier ist ja nichts drin. Wow. Okay, ich
Ich muss aufpassen. Nicht, dass die hier irgendwie meinen, nee, benutz mal deine Hexerfähigkeiten lieber nicht. Wir greifen dich jetzt an, so nach dem Motto. Wolfgarder wären ganz anders. Inwiefern? Haben sie andere Schniedel? Angeblich riechen sie anders als unsere Männer. Möchte wissen, welche Schlampe mit den Schwarzen rumhurt und dann solche Sachen verbreitet. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ach, der begrüßt uns wenigstens nett. Das ist doch schön. Du hast aber einen schönen Anhänger. Ist hier wer, mit dem wir reden können? Da, ein redanischer Soldat. Hallihallo. Ich hab dich im Blick. Ich bin ja auch in deinem Haus. Falls er hier wohnt. Nee, sind wieder nur Sachen, die ich lieber nicht klaue, weil wenn redanischer Soldat, wenn der wieder so ein Level 20er Typ ist, dann lasse ich das mal lieber. Hallo, kann ich dich was fragen? Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Mensch, wie gemein die alle sind. Ich möchte doch nur eine Frage stellen. Ich möchte doch nur einen Passierschein. Ich weiß nicht, wo ich den herkriegen kann. Kann ich denn hier einfach zerbrochene Haken? Wer hebt es denn in so einem kleinen Kästchen auf? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Wasserflasche. Ja, also hier ist ja nichts drin in dieser Stadt. Wer redet hier? Hallo, Kriegsgefangene. Nee, der redet. Was macht der denn für Geräusche? Nee, das nehme ich lieber nicht. Hallo. Die Götter mögen dich segnen. Danke. Ach, die ist aber nett. Hast du viele von diesen Bestien? Du weißt schon. Was ist das? Ist schon ein bisschen witzig. Jetzt kommt's aber wieder. Erstmal rumschreien und alles. Und dann kommt sie einfach wieder. Toll. Hallo. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Ach, das ist aber schön. Ich hab dich im Blick. Aber ich würde lieber nicht Bären jagen, mein Junge. Denn die sind echt böse. Und können aus dem Nichts einfach so auftauchen. Das ist schon heftig. Wo kriegen wir denn jetzt so einen doofen Passierschein her? Mann, ey. Ach, hier sind wieder kleine Rehe. Wo laufe ich eigentlich überhaupt gerade hin? Mal gucken. Nicht erkundeter Ort. Waren wir da nicht schon? Steinbruch der Alten? Ich weiß es gerade nicht. Gehen wir einfach mal lang. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Das hier können wir mal mitnehmen. Moray Pfeil. Das sieht ganz cool aus. Ich hätte Plötze vielleicht mitnehmen sollen. Naja, gut. Teufelsgrube. Möchte ich das? Komm mal her, Plötze, bitte. Also, falls ich nämlich... Hier waren wir doch schon. Oder? Sieht das jetzt gerade nur ähnlich aus? Das sieht wahrscheinlich nur ähnlich aus. Banditenlager. Oh. Ach, herrje. Banditenlager möchte ich ja jetzt eigentlich nicht... Sag mal. Nein, jetzt macht er erstmal das Licht an. Puh, ich habe keine Ahnung, wo wir dieses Dings herbekommen. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, damit ich weiß, was ich machen muss. Und wir machen jetzt erstmal nämlich eine andere Quest. Was ist das? Genau. Und wir sprechen jetzt erstmal mit dem Baron, weil... Wir kommen ja gar nicht zu Tamara hin, ohne den Passierschein. So, wo ist der Typ? Da oben ist auch noch eine Quest. Krähenfels. Genau, erstmal da rein. Wir haben ja jetzt hier in der Nähe gut die Schnellreise-Wegpfeile freigeschaltet. Sodass wir es auch nicht so weit haben. Moment mal, muss mal hier Plötze holen. Wir können doch durch die Stadt reiten, das geht doch schneller. Okay,
So, ist ja hier schon fast wie unsere zweite Heimat. Ich kenne mich hier schon voll gut aus. Habe ich zumindest das Gefühl. Okay, da sind wir.